Ja, hallihallo und willkommen im neuen Jahr zu einem neuen Dawn of Zombie Survival Video. Als allererstes wünsche ich euch mal ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr. Und ich dachte mir, wie ihr seht, links rettet das neue Jahr. Wir sind bei 96%. Und ich habe gedacht, da muss ich doch noch mal wenigstens einmal das Lagerhaus machen. Mit euch, wie versprochen. Den Weihnachtsbaum habe ich geschafft. Und der gibt uns 10% mehr Angriffstempo für 60 Minuten. Einmal am Tag. Und das nehmen wir natürlich mit. So, alles andere habe ich schon vorbereitet soweit. Denke ich, hoffe ich zumindest. Und da wollen wir mal fix ins Lagerhaus. So, was ihr in jedem Fall braucht, sind diese Homo-Blocker, heißen die. Dann braucht ihr was zum Werfen, dafür habe ich die Granaten dabei und irgendwas, was Feuer macht, um diese Blutlöcher zu verstopfen, quasi. Ja, und ich würde sagen, wir starten gleich mal. Eine Axt habe ich dabei, eine Hacke habe ich dabei. Und auf ins Vergnügen. Ich habe keine Ahnung, ob ich durchkomme oder nicht. Das ist für mich eine Premiere. Wir probieren es einfach. Ich habe die besten Waffen, die ich hatte, mitgenommen. Also alles, was es hergibt. Ihr seht schon oben das Symbol. Für diese blutenden Wunden. Da verliert ihr schneller Gesundheit. Dafür sind diese Homo-Blocker. So, und ich starte gleich mal mit der VSS und will mich dem ersten Blutloch nähern. Je schneller, umso besser natürlich. Weil da kommen noch zusätzliche Gegner raus. So, erstes Blutloch freigelegt. Ich habe keine Feuerwaffe dabei, glaube ich. Oder? Ach doch, habe ich so eine gute aber noch. Ich nehme erstmal die angesenkten hier, damit die wegkommen. Damit stopfe ich jetzt die Blutlöcher. Ihr könnt auch benutzen diese Molotow-Cocktails. Oder diese Fackel, die ihr bauen könnt. Oder halt jede andere Feuerwaffe. Irgendwas mit Feuer. Ob es nur Wurfgegenstände oder Waffen sind. Ist eigentlich völlig banal. So, unsere Belohnung und diese rote Gülle, wie ihr seht, macht ordentlich Schaden. Und für diese Blutlöcher kriegt ihr halt immer diese Blutstränen, die wir dann beim Händler eintauschen können. So, nächstes Blutloch gestopft. Gucken wir hier rein. Ja. Zack, die nächsten. Und wie gesagt, aus diesen Löchern kommen halt immer neue Gegner, wenn ihr die nicht verbrennt. Kommen halt jede Menge Carnifexe und so ein Quatsch mit raus. Deswegen unbedingt verschließen. So, weiter geht die Reise.
So, dieses Raupenmoos müsst ihr ebenfalls mit der Feuerwaffe beseitigen. So, für die Zelle habe ich noch keinen Schlüssel, deswegen lassen wir das erstmal. Wir gucken mal hier rein. So, hier geht's nicht weiter. Unüberwindbar. Naja. So, ein bisschen Heilung. So, hier. Das ist Stoff. Okay. Gut. So. So, das ist das Teil, was uns jetzt hinterhergelaufen kommt. Oder auch nicht. Hierfür brauchen wir Wurfsterne, Steine oder einfach wieder diese Granaten. Was heißt wieder? Das ist das erste Mal, dass ich sie benutze. Aber dafür benutze ich auf jeden Fall die Granaten, diese Pyro-Teile. Oder halt, wenn ihr Massen an Gegnern habt, die auf euch zukommen, da könnt ihr auch mal so eine Granate werfen. Obwohl die da nicht viel bewirken, finde ich. Das ist jetzt eine sehr gute Waffe, die wollte ich eigentlich noch nicht benutzen. Wir nehmen mal die. So, auch diese rote Gülle solltet ihr so schnell wie möglich verlassen. Und ihr seht, oben habe ich jetzt schon dreifachen Bluterschaden, sage ich mal. Thank you.
So, hier haben wir auch ein paar schöne Sachen drin. Ich lasse es erstmal drin. Da kommen wir nicht durch. Hier. Ja. Das Futter ist immer gut. Bisschen Heilung. Den Rest, wie gesagt, ich sammle das alles hinterher ein. So, dann machen wir uns einen Steinhaufen. Und Vorsicht dabei. Jo, das war eine Überraschung, nicht wahr? Weiter geht's. Und wieder. Da muss ich doch erstmal raus und mich neu sammeln. Das waren jetzt noch mal mehr. Ja, jetzt kommen die Homoblocker zum Einsatz. Das wird mir nämlich ein bisschen zu viel alles. Bisschen hochheilen. Und vielleicht doch mal eine ganz gute Waffe nehmen. Die ich ganz gut finde zumindest. Okay, schnell mal einen Homoblocker einwerfen und ein bisschen heilen. Einfach so drauf gehen wollen wir ja nur auch nicht, wa? Gut, weiter geht's. Jawohl, das haben wir schon mal geschafft. Und ihr seht schon, da stehen sie in Reih und Glied. Ja. Wir werden mal wieder umrüsten. Der Stecher ist noch da. Jetzt geht's aber los. Und das ist das Problem, wenn ihr die Blutlöcher nicht stopft. Also ich konnte es natürlich noch nicht stopfen, weil ich noch nicht so weit bin, aber da hinten ist wieder irgendwo ein Blutloch und deswegen kommen die ganzen Carnifexer. Also so schnell wie möglich vorrücken.
ist die Devise. So, Distanzwaffen sind hier sehr gut. Also Waffen mit einer hohen Reichweite. Und vor allem gleich. Und zwar kommt hier ein Geschütz. Dafür braucht ihr auf jeden Fall eine Distanzwaffe. Am besten ist, wenn ihr von hier euch hinstellt. Genau. Da kriegt ihr das Ding nämlich platt. Und dann geht die Reise weiter. Meine Güte, die hatten nur keine Ruhe. Puh. Boah, hallo! Eieiei, hier geht die Post ab, wie ihr seht. Und wir sind noch nicht am Ende.
Hey. So. Das muss man ein bisschen nachrüsten hier. Das brauche ich alles nicht mehr. Homoblocker wäre vielleicht nicht schlecht. Durst habe ich erstmal. Inbox, jawohl. Oh, meine Klamotten. Das sieht nicht gut aus. So, Homoblocker nicht vergessen. Gut, ich mache den Carnifex noch. Also das Ding da unten. Und dann bringe ich erstmal weg und kleide mich neu ein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Und bis zum zweiten Teil. Bye bye, schon mal.